Hallo und willkommen zurück zu meiner Megaserie über Musikproduktion. In dieser Serie zeige ich dir, wie ich einen Song produziere von Anfang bis zum Ende. Das heißt, wir haben in den ersten paar Teilen jetzt Instrumente ausgetauscht, neue eingespielt und das Arrangement ein bisschen aufgepeppt. Und jetzt sind wir im Mixing-Prozess. Ganz kurz, bevor wir starten, wenn du dich fürs Thema Mixing interessierst, aber noch unsicher bist und deine Mixe klingen einfach nicht so, wie du möchtest und vor allem du brauchst auch ewig, um einen Song abzumischen, dann empfehle ich dir mein PDF Speed Mixing. Das blende ich dir hier oben mal ein. Da zeige ich dir, wie du in 10 einfachen Schritten einen Song abmischen kannst und auf was du speziell in jedem Schritt achten musst, damit du auch zügig abmischst und dich nicht in Details verheddert. Also Speed Mixing blende ich dir hier oben ein. Unbedingt runterladen, hat schon vielen weitergeholfen. Ja, jetzt geht's los mit diesem Teil und in diesem Teil möchte ich die Drumproduktion fertig machen. Die Drumproduktion habe ich gemacht über Addictive Drums. Das sind virtuelle Drums, also ein virtuelles Drumstudio. Und zwar habe ich diese Drums hier von Addictive Drums getriggert mit einem Roland TD-10. Wenn dich das interessiert, schau dir gerne die vorherigen Teile dieser Serie an. Okay, jetzt also Drumproduktion. Das hier ist mein Drumstudio. Das sind also MIDI-Drums und ich trigger hier ein hochwertiges Drumkit. Wir hören noch mal ganz kurz rein, wie das klingt. Was mir hier auffällt, ich habe es gerade vorhin schon mal angehört, ich habe jetzt das Drumkit noch mal ausgewechselt und das gefällt mir jetzt so besser, besonders von der Snare-Drum und auch von der Bass-Drum. Das ist der Vorteil bei MIDI-Drums, du kannst komplette Drumsets auswechseln, auch hochproduzierte. Was mir jetzt hier aber auffällt, ist, dass diese Crashbecken hier ein bisschen aggro sind und deswegen würde ich die gerne auswechseln. Das geht hier in Addictive Drums recht einfach, ich kann einfach hier draufklicken und ich verwende jetzt, du hast jetzt hier wieder riesige Auswahlmöglichkeiten und auch hier ist wieder die Chance, sich in Details zu verheddern, recht groß. Deswegen mache ich das immer recht schnell. Ich weiß zum Beispiel hier das Sabian AX Audio Studio, das habe ich auch an meinem Akustik-Drumset dran. Das benutze ich jetzt als Becken 1, das heißt, ich habe es hier einfach ausgewechselt. Als Becken 2 nehme ich eins der gleichen Serie, nämlich das Crash 17. Und dieses China-Becken ist mir auch zu laut, dann nehme ich das, was im anderen Drumkit dran war, das hat mir gut gefallen. Das war auch von Sabian, dieses Artisan Vault, gefällt mir ganz gut, so ein bisschen so ein Effektbecken. Hier noch ein kleines Splashbecken, das ist in Ordnung. Das Ride klingt gut. Ich zeige dir jetzt nochmal ganz kurz die wichtigsten Funktionen von Addictive Drums, von diesem Tool und was du damit machen kannst, aber natürlich nicht ausführlich. Ich könnte hier zum Beispiel die Snare Drum auswechseln. Ich könnte eine andere Snare Drum einfach nehmen. Ja. Mir gefällt die aber gut so und ich kann diese Instrumente jetzt auch hier einzeln bearbeiten. Na, ich wollte die Snare Drum haben. Hier, ich kann hier auf Edit gehen. Jetzt gibt es hier ganz viele Controller. Ich kann zum Beispiel den Pitch ganz schnell verändern. Ja, ich kann Kompression und so weiter, Kompression, Sektion und so weiter einschalten. Ich kann die mit EQ bearbeiten. All das mache ich jetzt in diesem Drumstudio hier drin. Und nicht, wie es wenn jetzt das Akustik-Drumset wäre, mit meinen eigenen Effekten, sondern mir gefallen die Effekte hier ganz gut. Und jetzt möchte ich gerne noch auf die Snare-Drum etwas mehr Hall und vielleicht auch auf die Toms, weil du hörst jetzt, wir können mal einzeln reinhören, auch hier speziell im Fairs klingt das ein bisschen trocken. Wenn ich in die FX-Sektion gehe, haben wir nur einen sehr, sehr kleinen Raumhall. Und ich möchte jetzt speziell auf diesen Rim-Click und auf die Snare einfach noch ein bisschen mehr Hall geben. Deswegen schalte ich diese Sektion jetzt zu. Ich kann Addictive Drums auch als Multi-Output-Instrument anlegen. Das heißt, ich habe dann 13 oder 14 Kanäle, so viel wie hier unten sind, und kann die dann ganz normal in Logic mit meinen eigenen Effekten bearbeiten. Aber in dem Fall, weil ich die Effekte von Addictive Drums gut finde, mache ich es jetzt direkt in Addictive Drums selber. Das heißt, ich nehme ein zweites Reverb dazu. Das heißt in Addictive Drums Delurb. Ich erkläre dir gleich, warum. Und ich möchte jetzt einen Plate-Hall, der immer ganz gut klingt, auf Snare Drums. Und ich kann jetzt hier den Send einfach dazufahren. Ich suche mir die Snare Drum raus, hier unter Send, gehe mal so auf 50%, das ist mein Send-Anteil. Und dann fahre ich hier das Decay einfach hoch, also wie lang der Hall nachklingen soll.
ohne Reverb. Wenn du dich für dieses Tool interessierst, für Addictive Drums, ich habe eine komplette Serie auch hier drüber gedreht, eine sechsteilige, glaube ich sogar. Die habe ich dir unten in der Infobox verlinkt, kannst du dir angucken, falls du dich für dieses Plugin hier interessierst. Gut, jetzt klingt die Sache schon ganz ordentlich und was ich jetzt noch machen möchte, ist aber ein bisschen Kompression, um die Drums noch ein kleines bisschen weiter nach vorne zu bringen. Ich könnte das hier jetzt auch in Addictive Drums selber machen, aber in dem Fall ist es mir immer lieber, mit den Kompressionen zu arbeiten, die ich schon kenne, weil da geht es einfach schneller. Ich möchte jetzt hier den kompletten Drum-Bass bearbeiten und ich lade mir hier einen Kompressor von Logic selber rein. Ich nehme immer ganz gern den Vintage FET und stelle jetzt mal ein, ich möchte also keine starke Kompression, ich gehe auf eine Ratio von 1:4 und Autogain schalte ich aus, also ich möchte nicht, dass er das selbstständig lauter macht, was ich reduziere. Und dann versuche ich jetzt einfach mal eine moderate Kompression, die die Drums ein kleines bisschen weiter nach vorne bringen, ein kleines bisschen mehr Punch geben und nochmal besser als Einheit zusammenschweißen. Okay, cool. Also sie klingen jetzt ein bisschen knackiger, unsere Drums, und sind dadurch auch ein bisschen lauter geworden. Das habe ich durch das Output-Gain leiser gemacht. Insbesondere, was richtig gut kam, ist das ist jetzt bei Logics Kompression ein bisschen was Besonderes. Ich habe hier einen Distortion-Knob. Das heißt, ich kann ein bisschen Saturation mit dazugeben und dann bekommen die Drums ein bisschen analoge Vintage-Saturation mit. Wir hören es nochmal kurz solo an. Also ich denke, du hörst schon, also du siehst auch hier, dass ich sehr wenig komprimiere nur, aber ich färbe eigentlich mehr die Drums hier so ein bisschen mit der Distortion ein, mit der Vintage Distortion und gebe einfach eine leichte Kompression, um das Ding ein bisschen besser zusammenzuschweißen. Ich bin jetzt zufrieden mit dem Ergebnis, ich werde wahrscheinlich nichts mehr verändern, kann das aber machen, wenn ich möchte. Mein Drumstudio ist ja immer hier in Addictive Drums offen für mich. Und morgen kümmern wir uns dann um die Percussion und um den Bass. Jetzt würde mich natürlich deine Meinung interessieren, wie findest du die Arbeit mit Addictive Drums? Ist das legit? Ist das ordentlich so zu arbeiten? Oder sagst du, nee, also bei so einem Singer-Songwriter-Song muss man unbedingt ein akustisches Drumset aufnehmen. Ansonsten tut das alles nicht. Schreib mir das mal bitte unten in die Kommentare. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben. Oder wenn du es mit jemandem teilst, dem es auch weiterhelfen könnte. Und wir sehen uns hoffentlich morgen beim nächsten Teil. Bis dann!